Guten Tag, in diesem Video will ich euch Christoph Jablonka, den neuen Synchronsprecher von Homer Simpsons, bei den Simpsons ein wenig vorstellen. Christoph Jablonka ist am 11. Februar 1956 in München geboren, ist ein deutscher Synchronsprecher und deutscher Schauspieler. Unter anderem hat er synchronisiert in One Piece oder auch Drawn Together. Das sind so die bekanntesten, die ich jetzt kenne. In der deutschsprachigen Ausgabe Die Simpsons tritt er ein schweres Erbe an ab der 27. Staffel. Es werden gleich 1 bis 2 Szenen Folgen aus der neuen Staffel, wo man anhand eines Beispiels sehen kann, wie gut er den Job schon übernehmen kann, beziehungsweise Ansätze schon da sind, aber es auch ein kleines Kriterium gibt, wo er eine Szene meiner Meinung nach stimmlich komplett verhaut. Wobei es ja auch ein eigener Charakter ist, Christoph Jablonka. Man kann ja nicht 1:1 Personen 1:1 vergleichen, aber man muss ja als Simpsons-Fan gestehen, dass man doch schon Vergleiche sucht. Das liegt ja in der Natur des Menschen, dass man zwei unterschiedliche Personen immer vergleichen will, Vor- und Nachteile. Fangen wir einfach mal mit dem Video an. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich zusammengeschnitten, dieses Video, dass man die direkten Vergleiche anhand nacheinanderfolgenden Clips sehen kann. Viel Spaß. Verstehe, Stinksens. Hey, wenn ich wieder zurückkomme, dann müssen wir nicht länger Dachbodenklamotten tragen. Ob ich es riskiere, Karamellsoße über die Zuckerwatte zu gießen? Hm? Geräuchertes Ich. Sie sehen aus. Da brauchen wir eine Menge Feuerwerkskörper, um aufzu. Jetzt kommt die Stelle von Homer Simpsons, wo ich mir dachte, wo ich das erste Mal gehört habe, ob nicht ein dritter Synchronsprecher einen Finger im Werk hat. Hört einfach selber mal rein. Ich habe in den Example keinen Vergleich gehört zu den vorherigen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Stimme kommt mir in dieser Situation echt fremd vor. Ich trete an gegen Scotty Boom. Er besitzt, was alle großen Köche besitzen, eine große Klappe. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Alles bitte nicht zu eng sehen. Das ist natürlich Jammern auf allerhöchstem Niveau. Ich denke, Christoph Jablonka hat seinen Job bisher gut gemacht. Ich habe teilweise auch schon Szenen gesehen, wo ich dachte, das ist der normale Synchronsprecher Norbert Castell. Und ja, mir hat das an sich vom Prinzip her sehr gut gefallen, was er gemacht hat. Ich weiß nicht, beziehungsweise ich denke, dass die Stimme jetzt so bleiben wird, also sprich, dass sie nicht irgendwie krampfhaft versuchen werden, mehr an Norbert Castell ranzukommen. Das ist natürlich ein eigener Charakter, der Christoph Jablonka. Und ja, schauen wir einfach mal, was die Zukunft mit sich bringt und viel Spaß beim Simpsons gucken. Ciao, ciao.